Heute mache ich mich auf den Weg nach Lindewerra, um rauszufinden, was denn eine Mitfahrbank ist. Warum man die dort braucht und warum nicht einfach ein Bus fährt. Los geht's. Da ist er also, die legendäre Mitfahrbank von Lindewerra. Also hier kann man sich hinsetzen, das hat man sogar eine zweite Bank noch aufgestellt. Wo es jetzt allerdings richtig hingeht, also ich würde schon mal gerne zum Bäcker oder zum Einkaufen wenigstens, das ist wahrscheinlich das, was am meisten Sinn macht. Ich kann mich jetzt mal hinsetzen und einfach warten, ob jemand kommt und wann jemand kommt. Schauen wir mal. Also eine halbe Stunde ist rum. Ich muss mir jetzt, glaube ich, mal andere Methoden einfallen lassen. Vielleicht bin ich zu unauffällig. Rote Jacke habe ich eigentlich an. Jetzt schreibe ich mal noch drauf, wo ich hin will. Vielleicht geht das besser hier. Fahren alle vorbei sonst. Es gibt diese Mitnahmebank. Haben Sie da schon mal jemanden sitzen sehen? Ja, aber ich weiß davon nichts. Ja, warum auch? Ich wüsste gar nicht, wie ich dann wieder nach Hause kommen sollte. Stellen Sie mal vor, ich habe jetzt einen Arzttermin. Ja. Und setze mich jetzt dahin. Ja. Und es hält keiner an. Dann kommen Sie erstens nicht hin und zweitens? So sieht es nämlich aus. Und deswegen dann fahr ich lieber mit dem Bus. Also wenn Hertha Geier zum Beispiel dort säße. Hertha Geier ist, ja. Das ist eine 80-jährige Dame aus dem Dorf, sehr bekannt, die kein Auto hat. Ja. Da hätte wahrscheinlich von allen den Autos, die vorbeifahren, jemand angehalten. Also liegt's an mir? Das ist durchaus möglich. Ja, der hat ja nicht gewusst, dass Sie mitfahren wollen. Aber extra gewunken? Ja, Sie haben nur gewunken. Sie hätten ja, so zurück machen müssen. Wie muss ich machen? Na, so vielleicht. Mal rufen. Mal einfach mal so. Hallo, guten Tag. Ich wollte mal die Mitfahrbank testen. Aber du willst gar nicht wirklich mitfahren. Natürlich. Ja, du kannst mitfahren. Wohin? Nach Witzenhausen. Gibt's da was zum Einkaufen? Netto. So, jetzt sind wir hier angekommen am Netto in Witzenhausen, Lisa. Genau. Dankeschön fürs Mitnehmen. Ja, gerne. Aber das war jetzt ganz schön weit irgendwie. Ja, aber das ist tatsächlich das Nächste, was es gibt zum Einkaufen. Ach, so weit muss man doch fahren. Wie weit war das jetzt? 10 Kilometer wahrscheinlich schon, oder? Gute 10 Kilometer. Gute 10. Ja, würde ich schon sagen. Ja. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ist tatsächlich schwierig. Ja. Da fährt sie weg, die Lisa. Jetzt kann ich mir hier zwar irgendwas zum Mittag holen, aber ich komme nie wieder zurück. Keine Ahnung, wie ich jetzt nach Hause komme. Ich frage hier einfach jeden, der hier irgendwie auf dem Parkplatz ist und dann... Entschuldigung, ich komme von Antenne Thüringen. Fahren Sie zufällig nach Lindewerra? Ja, ich habe es gerade vorbei. Im Endeffekt, ich konnte einkaufen, ich konnte zurückfahren. Das Ganze hat jetzt ungefähr 2 Stunden gedauert. Das ist eigentlich okay, weil mit dem Bus hätte ich wahrscheinlich auch ein paar Minuten gebraucht. Also das Konzept ist ausbaufähig, aber ich kann sagen, es funktioniert.